Einen wunderschönen, da bin ich schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Und zwar wollen wir Death Stranding Director's Cut für PS5 anzocken. Ein absolut geiles Spiel von Kojima. Aber wir wollen vielleicht unser altes Spiel mit übertragen, also das Save Game. Und da zeige ich euch gleich mal, wie das geht, und wir können uns dann gleich nochmal die PS4-Grafik angucken. Ich nehme hier wirklich mit der besten möglichen Bitrate auf. Ich habe extra keine Kamera drin in dem 4K HDR auf mit 60 FPS, damit ihr da so nah wie möglich dran seid. Weil die PS4-Version sah ja schon sehr geil aus. Also ihr könnt das nur an einem Terminal machen. Hier. Und nur. Das ist ein ganz normales Terminal in einem Bunker. Dann drückt ihr die Options-Taste nach links, System, Speicherdaten exportieren. Okay, das geht nur an dem Terminal. Und ja, ihr müsst sämtliche Aufträge abschließen, die ihr gerade zu laufen habt. Vorher könnt natürlich die Aufträge auch abbrechen. Ja, und dann wieder neue. So, zack. Und schon haben wir uns das wieder geholt. Wir gehen mal hier raus. Mein verrostetes Auto. Dann haben wir hier mal so einen Überblick. So, dann können wir hier gleich auch raus. Schließen. Und starten die PS5-Version. Ich bin mal gespannt. So, Spielstand laden. Okay. Erfolgreich. Also jetzt kommen meine Trophäen erstmal alle noch. Das ist auch schön, dass die alle kommen. Ich bin gespannt, wie es aussieht. Und die Ladezeit, habt ihr gesehen, ich habe das Spiel geladen, habe Safe Game gestartet, bin jetzt schon im Spiel. Die Ladezeit ist schon extrem niedrig. Kein Vergleich zur PS4-Version. Da war die Ladezeit schon ziemlich lang. Du kannst jetzt 15 neue. So, jetzt kommt erstmal das, was ich alles habe. Sam, ich sag's nur ungern, aber ich habe eine dringende Anfrage. Es hat zwar nichts mit unseren Plänen zur Netzerweiterung zu tun, ist aber dennoch sehr wichtig. Nimm den Auftrag am Terminal im westlichen Verteilerzentrum von Capital Nord an. Danach teile ich dir genaueres mit. Beeil dich, Sam. Es ist wirklich wichtig. Hallo? Also müssen wir mal gucken. Capital Nord. Ist ja echt durcheinander, wo hier was ist. Aber die Straße ist hier schon ziemlich weit gebaut. Aber ich habe jetzt auch leider hier noch nicht gefunden, ob du hier noch jetzt die Straße vollenden kannst, weil wenn hier nur so ein Stück Straße ist, hier könnte ich zum Beispiel noch was machen. Da muss man bestimmt diese Dinger wieder irgendwo finden.
Ob es hier runter auch eine Straße gibt, weiß ich nicht. Glaube ich eher weniger. Aber wie es aussieht, wurde alles übernommen. Außer mein... Ach, da sind welche. Außer mein Auto ist weg. Wareneinschränkung aufgehoben. Mit dem konnte man doch mal reden. Danke für die Hilfe. Heute ist ein guter Tag. Danke für die Hilfe. Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. ID wird ein bisschen klarer alles aus, würde ich jetzt sagen. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. Laufen mal ein Stück. Ich habe hier auch heute momentan gerade eine Orientierung wie eine Bockwurst. Ich kann mir doch auch hier bei dem. Müsste ich mir da auch ein Auto holen können, oder? Ich habe deinen TCK für den Bau von Frachtkatapulten konfiguriert. Wie du dir wohl denken kannst, schleudert man mit einem solchen Frachtkatapult Fracht. Damit ersparst du es, was es... Ja, jetzt haben wir hier erstmal alles. Ja, nee, hier habe ich nichts. Verdammt schade. Zu Hause. Mal erstmal laufen. Muss ich mal gucken, wo war denn hier der Anfang? Boah, ich habe eine Orientierung wie ein Bockwurst momentan, ey. Das müsste doch aber hier irgendwo sein, Oxnard City oder wie das hieß. Das ist es. Da müssen wir hin. Einsatz von Waffen ist verboten. Dann laufen wir einfach mal ein Stück weiter und gucken uns die Grafik an. Waffeneinschränkung aufgerufen. Vielleicht haben wir ja irgendwo noch hier was stehen. Von irgendeinem. Weil das Gute ist ja, dass wir hier sogar Sachen, dass hier auch von anderen hier Sachen liegen und wir die mitbenutzen können. Den S-Rang brauchst du ja hier auch ganz schön, weil da musst du ja ganz schnell ein Paket zu liefern und darf keinen Kratzer haben. Also wenn ich jetzt so gucke,
Das ist aber jetzt wirklich nur jetzt mein erstes Empfinden. Das Gras sieht grüner aus und ein bisschen besser. Die Felsen haben ein bisschen mehr und bessere Struktur. Die Ladezeit ist spürbar nicht da. Was sehr geil ist. War aber eben noch so ein kleines Aufklopfen ab und zu. Das Wasser sieht sehr gut aus. Also bei der PS4-Version haben überall Autos gestanden. Hier stehen jetzt komischerweise keine Autos. Ob das jetzt mit der PS5-Version zu tun hat? Ah, hier ist es Waika. Weil ich ja noch einige Fracht eigentlich auf meinem Auto hatte. Ich hatte ja noch so Keramik und was weiß ich alles drauf, weil ich ja hier noch ein paar Dinger machen wollte. Also Straßenanteile. Boah, mit dem Regen auf dem Bildschirm ist wirklich ja richtig geil aus. Gleich mal hier ein bisschen durchs Grüne. Oh, das merkt man. Also man merkt, dass es jetzt hier nicht einfach, dass es nicht mehr Straße ist. Jetzt läuft sich wesentlich schwerer. Das haptische Feedback macht das auch mit, damit es halt eine schwerere Umgebung ist. Ja, ich habe ausgelöscht eigentlich. Da war ich so oft drin im Lager. Komm immer wieder neu. Ferne habe ich ab und zu mal so ein kleines hier. Also nee, das ist jetzt. Okay, das ist eine Barker. Gut. Ich dachte da so wieder so ein bisschen flackern. Die Schrift sieht ein bisschen klarer aus. Aber das ist jetzt echt nur mein persönliches Empfinden. Die Steuerung ist so noch die gleiche wie vorher. Schöne butterweiche Steuerung. Läuft alle, also nicht butterweich, nicht zu weich, aber ich meine, damit sie schön flüssig von der Hand kommt. Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Waffen entdeckt. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Fracht geprüft. Vielen Dank. Willkommen in Lake Knot City. Verteilerzentrum aufsuchen. Guten Morgen, Sam. Willkommen, Sam Porter Bridges. Eine angenehme Reise. Mal los.
Also wenn ihr gerade spielt und auf der PS... Ja doch, die Sicht sieht nochmal besser aus. Ein paar einzelne Barthaare. Guten Morgen, Sam. Blutabnahme abgeschlossen. Danke für deine Großzügigkeit. Sam, wir haben eine Lieferanfrage von der Zeitregenfarm erhalten. Und wie ich höre, winkt für besonders gute Arbeit eine besondere Belohnung. Du solltest bei der Farm vorbeischauen und dir die Details ansehen. Hier könnt ihr dann euren Rucksack modifizieren. Ich muss erstmal wieder ins Spiel rinkommen, aber ich habe jetzt nichts zum Verbessern. Farbschema auch ändern. Waffen fehlt mir noch was. Die Regale sind voll, aber auf der linken Seite fehlt mir noch was.
Toilette benutzen. Normalerweise steht da Monster Energy. Und die Figuren im Hintergrund ist halt im Laufe der Story, kommen die dann immer noch dazu. So. Das ist so ein Kryptot oder so. Der soll halt diese Zeitkrankheit durch den Zeitregen verlangsamen. Dass er uns auch aufmerksam macht, den privaten Raum zu verlassen. Wir haben zu wenig. Um hier bestimmte Autos herzustellen. Das ist sehr schade. Weil ich hatte ja auf meinem Auto Zeug drauf. Ja, macht ja nichts. Ja, wir müssen dann sowieso dann nochmal rein und Ware annehmen. Ach doch, guck mal hier. Gerade gesehen. Hier gibt es doch eine Straße. Und hier sind auch... dann können wir die hier schon mal verbinden. Hier oben auch. Also muss ja hier irgendwo auch noch welche sein. Damit wir die verbinden können. Aber da ich jetzt auf der PS5-Version meine ganzen Materialien natürlich nicht mit bei habe, müsste ich dann erstmal wieder meine Materialien dahin bringen. Hier auch. Also so wie es aussieht, dann haben wir hier eine Runde. Und die Straße geht auch hier runter. Nee, nur bis hier. Hier unten nicht.
Auch wenn ich jetzt, wenn ich, guckt euch mal den Berg geradezu an. Das sieht alles, das sieht viel klarer und deutlicher aus. Ich kann es euch so schlecht beschreiben, aber es sieht einfach alles irgendwie heller, klarer, deutlicher. Man kann auch weiter in die Ferne gucken. Die ich halt abgelehnt habe. Wenn man überlegt, das ist alles gerade die Anfangsgrafik der PS5. Wacheneinschränkung aufgehoben. Es sieht einfach unfassbar geil aus. Hier haben wir jetzt zum Beispiel eine Fracht. Und hier ist nochmal sowas. Thank you.
Speichern. Ach mein. Wir müssen die Gene bald holen. Eigentlich habe ich auch mein Handy ausgemacht. Spieler wurde an, Fracht wurde an einen Spieler anvertraut. Ah, hier habe ich noch Materialien. Ich muss auf jeden Fall. So. Also ich müsste auf jeden Fall nochmal die, also nochmal übertragen von der PS4 zu PS5 und müsste vorher, ich war hier oben, glaube ich, meine Ware erstmal mitnehmen. Und irgendeinen Briefkasten von mir packen oder halt in eine Stadt bringen hier. Ihr seht ja hier, die haben halt viel Keramik, viel davon und hast nicht gesehen. Das kann man sich ja holen. Die hier oben haben 0. Und die achso, das war ja hier mittendrin in der Stadt, wo wir dann halt hier drüben! So, und hier unten. Die haben auch ordentlich was. Und an der Straße hier zum Beispiel, der hat auch ordentlich was da. So habe ich es nämlich beim letzten Mal auch gemacht. Ich habe dann halt alles abgeklappert und mir Zeug zusammengeschnort von den Einzelnen, die ich schon besucht hatte. Und habe dann damit nach und nach die Straße fertig gebaut, damit du ein bisschen besser vorankommen konntest. Und so haben es andere auch gemacht und deswegen, also das Stück habe ich nicht gebaut, ich habe nur hier runter gebaut. Also von hier oben, von der Stadt halt einmal runter. Und dann habe ich beim nächsten Mal gespielt, nee, ein Stück hat mir neu gefehlt, zwei Stücken haben mir neu gefehlt oder drei hier unten. Das war dann fertig und das haben dann die anderen gebaut, auch hier drinne. Und seht ihr ja, die haben hier alle Ressourcen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel hier rauf gehe. Ich weiß aus dem Kopf aber nicht mehr, was war. Ich glaube, das ganz rechts war Keramik mit dem Plus. Ohne Plus weiß ich nicht. Aber seht ihr ja, die haben genug. Und da muss man sich dann halt, kann man sich dann ein bisschen holen. Auch hier von dem ersten, wo der 427 steht. Das sind halt diese Materialien, die durch diese Anomalien entstehen. Und wenn wir jetzt hier einfach mal dahin gehen, da sehen wir, was wir brauchen, glaube ich. Ne, der ist zu 89% ja schon fertig. Der ist noch 0% fertig, da können wir das sehen. Hier sehen wir leider nicht, was wir brauchen. Ah, hier, Metall. Metall brauchen wir da. Da sind jetzt 5760 Metall schon da. Wir brauchen 9000. Keramik, also Keramik war das jetzt mit diesem Baustein. Sind 5600 da, wir brauchen 9400. Also wenn es zu viel ist, das könnte sein, dass er doch die ganze Stück schon fertig macht, dann bis da oben hin. Und Kristalle brauchen wir 5800, wir haben 3000. Großartig. Und
Hey! Was hab ich an Kristallen bei? Ach so, ich habe 13.000. 13.838 Kristalle bei. Also, hab schon ordentlich gesammelt. Durch die großen Kreaturen kriegt man immer ganz schön viel. Dann gehen wir hier oben rauf. Aber ich muss mir definitiv... Geht nicht auf. Oh, so haben wir eine schöne... Auch hier, die Sicht sieht ein bisschen heller und klarer aus. Also ihr fühlt, auf jeden Fall sieht es besser aus. Aber ich muss auf jeden Fall die PS4-Version nochmal spielen und muss mir vorher ein Auto in mein... Ich hab dran, das ist ja gut. Autos in mein Safe packen und auf jeden Fall hier noch Ware mitnehmen, dass ich die Straße weiter herstellen kann oder das halt schon mal verteilen auf die einzelnen oder mir einen Briefkasten bauen. Weil irgendwie ist jetzt hier kein Auto da. Und ich kann aber nicht genug Zeug, um mir ein Auto herzustellen. Da muss ich dann erstmal gucken, weil ich hatte ja hier vorne, bei wo wir jetzt sind in der Stadt, hatte ich ja auch einige geplündert, um Teile von der Straße fertig bauen zu können. Da muss ich dann natürlich erstmal wieder sorgen, dass sich das überall ausgleicht. So. Das soll es für das Anzocken erstmal gewesen sein. Wir wollten ja erstmal nur die Grafik so ein bisschen überprüfen. Gib nicht auf. Also es sind wirklich nur Kleinigkeiten. Es sah schon auf der PS4 Pro sehr, sehr geil aus. Aber wenn ich jetzt guck mal im Hintergrund, die Steine, die hochfliegen. Also ich finde, das sieht besser aus als bei der PS4 Pro. Da sah es ein bisschen mehr grobkörniger aus. Naja, wenigstens kennst du den Netz. Jetzt nehmen wir die Sichtung mal von Nahen von Norman Reedus. Gib nicht auf. Ein bisschen flackern bei den Barthaaren ist, aber meckern auf hohem Niveau. Also sieht geil aus. Sieht wirklich richtig geil aus. Man, was doch gut ist, dass man halt die Safecam übernehmen kann, aber ihr habt gesehen, auf jeden Fall waren keine Autos mehr da. Und die hätten trotzdem noch dastehen müssen. Großartig. Ob das jetzt was damit zu tun hat, irgendwo war das, irgendwo konnte man das sehen. Handelsbuch. Irgendwo konnte man das sehen, wer meine Landkarte mit mir teilt. Hier. Achso, ich wollte euch ja noch die Trophäen zeigen, dass die wirklich übernommen wurden. Ja, wir sind jetzt bei 48 Trophäen. Aber wie gesagt, ich habe ja die Hauptstory durchgespielt schon. Und das Einzige, was sind jetzt diese Lieferungen, die mir noch fehlen. Story ist abgeschlossen, aber hier 10 Premium-Lieferungen in jeder Kategorie. Schließe in jeder Auftrag mindestens 20 Premium-Lieferungen ab. Schließe alle Konstrukt inklusive Schilder, Leiten und Kenne mindestens einmal ab. Hier steht jetzt nichts.
verbinde alle Einrichtungen mit der UCA. Aber ich, das weiß ich nicht, warum ich das nicht habe. Ich habe eigentlich alle Einrichtungen verbunden. Ich wüsste jetzt nicht, welche mir jetzt noch fehlt. Höchste Verbindungsstufe. Ach so, ja, höchste Verbindungsstufe ist, wenn man da öfters war und für die was gemacht hat und die sich freuen. Stelle alle Speicherchips wieder her. Also die muss, sind die, die man unterwegs findet. Stimme aus der Vergangenheit. Lies 100 Interviews. Ja, da fehlen mir jetzt noch 17. Die muss ich noch lesen. Kinderbetreuer, erreiche Bibi höchste Vertrauensstufe. Ja, das sind halt nur noch so ein paar kleinere, aber halt diese mit den 20 Frachten und mit dem, was weiß ich, wo waren das? Also, dass die nicht beschädigt werden sollen und so was. Die sind schon happig zu machen. Ja? So, aber nichtsdestotrotz soll es soweit gewesen sein. Ich hoffe, hat euch gefallen. Ein kleiner Einblick in die PS5-Version. Also, wie gesagt, es sind wirklich meines Erachtens nach, und ich habe vorhin extra noch mal eine ganze Weile die PS4-Version gespielt. Es sind Kleinigkeiten, die sich getan haben. Weil es sah im Grund sehr schon geil aus. Aber die Kleinigkeiten machen noch mal so das... Nochmal ein bisschen schönere Grafik. Also man kann weiter gucken. Das Gras sieht besser aus. Also das ist, wie gesagt, nur meine Füße. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber so von meinem persönlichen Eindruck kann man weiter gucken. Das Gras sieht besser aus. Die Steine, die in den Himmel fliegen, sehen besser aus, sind besser strukturiert. Man sieht klarere Kanten und nicht... Ne? Sein Gesicht ist ein bisschen heller, man kann die Sicht besser sehen, man kann den Bart besser sehen, obwohl es da dann manchmal ein bisschen flackert im Bart. Und die ganze Gegend, also sieht ein bisschen, die Strukturen von den Steinen, vom Boden und so, finde ich halt, sieht auch nochmal ein Stück besser aus. Aber wie gesagt, das ist nur mein persönliches Empfinden, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. So, nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Ahoi. Sagt euer Odin.